Sie wissen ja, wenn Sie da jetzt Ihre Energie reinnehmen und das Bewusstsein haben, dass Sie auf der Kreuzfahrt dabei sein werden, mit uns allen richtig Spaß haben, dann wird es automatisch auch Ihre Realität. Es kann also überhaupt nichts mehr schiefgehen. Ich hatte ja auch vor 2 Wochen am Anfang des Jahres eine Zielplanung in meinem Newsletter rumgeschickt. Es haben tatsächlich 3 Leute mir die Zielplanung ausgefüllt zurückgeschickt. Und das Ganze von 67 persönlich gesponserten Frontlines von mir ist also ein tolles Ergebnis. Was heißt das für uns? Wir müssen nachfassen, wir müssen die Leute anrufen und sagen, sag mal, hast du die Zielplanung bekommen? Ja. Warum hast du sie nicht ausgefüllt? Füll sie aus, weil nur die Dinge, die man schriftlich fixiert, die setzen sich auch wirklich fest und auch die können sich mich vernünftig materialisieren. Daraus entsteht dann dementsprechend ein vernünftiges, tolles Geschäft. Und insofern geben Sie einfach Vollgas, es lohnt sich. Kommen Sie unbedingt zu den Meetings. Sie werden Ihr blaues Wunder erleben im positiven Sinne und werden wirklich staunen, was mit Theta One und dem Core-System alles möglich ist. Und jetzt gebe ich ab erstmal an meinen erfolgreichsten Frontline-Vertriebspartner, den ich habe, an den Kurt Wendler-Rotenberger, der jetzt gleich mal kurz selber erzählen wird, was er selbst hier Sensationelles aufgebaut hat in den letzten 2, 3 Jahren. Also ich freue mich jedes Mal über meine Provisionsabrechnung, die ja heute Abend auch wieder kommt, weil da bekomme ich immer einen ziemlich heftigen Betrag an Matching-Bonus. Und das sind zum Beispiel 25% von dem, was der Kurt Wendler-Rotenberger macht. Und das ist gigantisch, wenn ich das mal so sage. Das ist also wirklich, ja, wenn ich das auf 4 Wochen hochrechne, ist es mehr Geld, als die meisten Leute sonst generell verdienen. Und was das Geheimnis des Erfolges ist, wie Kurt sein Team aufgebaut hat, das erzählt er uns jetzt. Und insofern Bühne frei für Kurt Wendler-Rotenberger. Ich freue mich. Kurt, kannst du deine Präsentation jetzt hochladen? Thema. Zu hören, ja, zu verstehen, das werden wir sehen. Immer noch hat Okay. einer seinen Lautsprecher an. Schauen wir mal, wann er es merkt. Grundsätzlich also, das, was wir heute Abend machen, ist meine Startup-Veranstaltung, die ich eh mache, mit meinen Teampartnern. 2013 habe ich gemacht und was sich daraus entwickelt hat, hast du ja ein bisschen schon angedeutet. Sensationelle Entwicklung, Explosion in vielen Standorten. Das Thema Schwerpunkt ist natürlich auch das Thema, mein Lieblingsthema ist das Thema Duplikation. Und letztendlich Duplikation heißt auch, was möchte ich duplizieren? Und das ist der springende Punkt. Es gibt alles, was man in dieser Vertriebsform, und deswegen finde ich sie einfach auch so geil, dupliziert sich. Wenn man es einfach macht, dupliziert sie es einfach. Wenn man es kompliziert macht, dupliziert sie es kompliziert. Also, damit wir auch gleich die richtige Zielgruppe sitzen haben. Sie erfahren einfache Erfolgsprinzipien, wie man in wenigen Wochen und Monaten deutlich mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben und 2014 wirklich die gewünschten Ziele endlich erreichen kann, das gar nicht angekommen ist. Die Dimension dieser Vertriebsform, die Dimension, mein Traum, Passiveinkommen aufzubauen. Ich habe mehrere Unternehmen in der traditionellen Industrie aufgebaut und habe dann 2000 kennengelernt, diese Vertriebsform kennengelernt und habe mich die, die in meinen Workshops schon gewesen sind, schütteln jedes Mal den Kopf. Ich habe sicherlich weit über 100 Richtung 150, 200 Companies insgesamt mir mehr oder weniger intensiv angeschaut und habe aber über 40, eher 50 Starterpakete gekauft, um es einfach zu wissen. Ja, und diese Vertriebsform wirklich zu lehnen, weil das Thema Passiveinkommen und seinen Traumberuf zu leben, das hat mich bei einer Präsentation, wo mich einer wirklich mitgeschleift hat, in die Steiermark, in ein kleines Unternehmen hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, habe ich das erste Mal dieses Thema Passiveinkommen, hat es mich geküsst und habe ich das erste Mal ja, eine Kurve mit nach Hause getragen, die mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Thema Traumjob, das ist das, wo ich mein ganzes Leben immer gelebt habe. Ich habe viele Berufe probiert, ausprobiert, gemacht, gelernt. Mama hat mich damals zur Post geschickt. Ich sollte was Gescheites lernen. Ich sollte Beamter werden. Ich habe das Original meiner Mama zuliebe die Lehre beendet und habe dann noch tatsächlich Beamtenlaufbahn eingeschaltet, um dann irgendwann wirklich kopfschüttelnd zu sagen, nein, das kann nicht mein Leben gewesen sein. Und habe dann also erstmal mein Abitur nachgeholt und habe dann tatsächlich studiert. Was studiert man eben, wenn man so auf die 20 zugeht? Das war damals, und das kann sich heute keiner mehr vorstellen, das war der Beginn des Computerzeitalters.
der Telekommunikation, also Physik und Kommunikationstechnik. Dass das dann nicht wirklich mein Traumjob wurde, das habe ich dann letztendlich auch bald festgestellt. Aber letztendlich schauen Sie einfach wirklich auf diese Folie und ich hoffe, dass die Aufzeichnung funktioniert, in aller Ruhe sich wirklich überlegen. So bin ich jedenfalls dran gegangen. Was möchte ich eigentlich? Was liebe ich wirklich? Was lebe ich? Was ist nur Träumerei? Womit wirklich, wirklich glücklich? Und was wird obendrein noch gut bezahlt? Und was sind meine Talente? Ja, und wenn man dort letztendlich auch schon da schon anfängt, so einen Zettel zu machen, mal so ein Kreuz drauf zu machen und links meine Talente und rechts das ist, was ich eigentlich nicht will und auch nicht kann, dann kommt man der Sache näher, wo man seine Talente sieht. Das hat wirklich, wenn ich Workshops mache, das hat kaum jemand jemals gemacht. Und dann sitzen wirklich die Teilnehmer vor mir mit großen Augen und gucken, was ist denn eigentlich mein Talent? Also das sollte jeder für sich, der wirklich seinen Traumjob finden möchte, für sich als allererstes machen. Ihr seht, ich hole ein bisschen aus. Und wenn das aber dann tatsächlich mal klar ist, dann kann man auf die Suche gehen. Und ihr seid alle schon LifeWave-Partner und eines meiner Geschichten ist das Thema Wellenreiten, Surfen. Ich habe damals diesen Virus mir eingehandelt und seitdem lassen mich das Thema Wellen, Riesenwellen, das Surfen, das Brandungssurfen, das Wellenreiten nicht mehr los. Ich habe es damals als einer der ersten in Europa gemacht, einfach gemacht, habe daraus meine erste Company gegründet und ja, und ein Satz, den man hier ganz einfach übersetzen kann: You can't stop the waves, but you can learn to surf. Das heißt, Welle, und da meine ich die Live-Welle, ist einfach nicht aufzuhalten. Die kannst du nicht stoppen, aber du kannst lernen, sie zu reiten. Und das ist mein Lieblingsthema. Und jetzt sind wir alle in der glücklichen Lage, mit all den Erfahrungen 2013 und der vielen Vertriebspartner, die wir ja inzwischen haben, das sind ja mehrere tausend, ganz nebenbei. Ich selber habe insgesamt, glaube ich, 42, 43 direkt gesponsert. Meine Schlüsselperson ist die Hermine Obermann, hier in Österreich gewesen. Und daraus haben sich allein in Österreich inzwischen Richtung 3.500 Partner entwickelt. Ja, das heißt, meine Empfehlung und auch das, was ich gemacht habe, ich habe immer versucht, mir Biografien anzuschauen und erfolgreiche Menschen. Ich schaue sehr viel Sport und all das, was wir und Jan in seinen Workshops alle auf Vertriebsförderung.info ja in Ruhe anzuschauen sind, wo er letztendlich alle Geheimnisse ja preisgibt auf seine ihm eigene Art und Weise. Ich bin nicht ganz so charmant wie Jan. Jan hat da ein Riesentalent, die Ruhe weg und ist charmant ohne Ende. Ich bin ein bisschen anders. Ich bin halt Surfer und ich sage Kerzen gerade raus, wie es ist und nehme mir jeden, der es will. Der es will, zur Brust. Und genau wie dir, Jan, ist es mir auch gegangen. Ich habe rausgeschickt, wer möchte persönlich in 2014 von mir gecoacht werden, wer gibt mir seine Zielplanung ab und es kamen drei Zielplanungen. Also genau wie bei dir. Ist das nicht lustig? Absolut. Fangen wir Trotzdem zur sind wir nächsten beide Folie. Ah, wir die, sind du trotzdem kriegst. sind wir beide unter den Top 10 Verdienern von LifeWave weltweit. Und das zeigt, dass wir nichts falsch gemacht haben, sondern dass wir einfach dann noch weiter arbeiten müssen, bei den Leuten nachzufassen. Denn die Leute sagen ja, hey, ich habe die bekommen, ich arbeite noch dran. Aber es ist vielen gar nicht so bewusst, wie wichtig diese Zielplanung in Wirklichkeit ist. Und es ist das A und O, dieses Nachfassen, mit den Vertriebspartnern immer wieder Kontakt aufnehmen. Und sagen, hey, was ist es? Wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du? Was sie dann im Endeffekt auch zum Erfolg führen wird. Denn du weißt ja auch noch, Kurt, damals, als ich bei LifeWave wieder oder als wir wieder angefangen haben, da war ja am Anfang auch noch nicht so die Welle der Begeisterung so hundertprozentig bei dir. Aber als ich dann so sechs, sieben, acht Mal angerufen habe, da habe ich dich irgendwann wieder anstecken können. Und wie gesagt, heute, ich glaube, du bist momentan auf Platz 7 oder sowas von den Top 10 Verdienern von LifeWave. Es zeigt also, dass sich das auf jeden Fall sehr gelohnt hat. Es hat sich für mich gelohnt und natürlich hast du natürlich eines der wichtigen Dinge gesagt, die du natürlich auch immer erwähnst, das Nachfassen, das Dranbleiben. Es muss der richtige Zeitpunkt sein und der ist es halt irgendwann und man weiß nicht, wann der Zeitpunkt ist. Deswegen ist es wirklich sinnvoll, sich eben tatsächlich die Telefonnummer immer wieder vorzunehmen, wenn einem diejenige Person wichtig ist, letztendlich, wenn man mit ihm zusammenarbeiten möchte, ihn wieder anzurufen. Und das ist auch eines Absolut, meiner genau. Geheimnisse, die ich auch hier.
ich arbeite nicht mit jedem. Ja, das hört sich natürlich heute sehr brutal an, aber ich will ja meinen Traumjob machen und warum soll ich mich mit irgendeinem letztendlich abgeben, der nicht wirklich will? Also ich trage niemanden über den Zaun. Das ist natürlich auch wieder die große Herausforderung, das Thema Quote. Das heißt, wenn ich schon die Ambition habe, nicht mit jedem zusammenarbeiten zu wollen, sondern nur denen, die wirklich so ticken, wie ich das einfach für einen Unternehmer erforderlich halte, dann ist das eben der Punkt, der noch mehr Quote verlangt. Und das ist der springende Punkt. Was tut man dann? Noch mehr Leute anrufen. Korrekt. Und nachfassen. Ja. Dieses Foto, ihr habt jetzt schon länger drauf schauen können, das ist im Januar 2013 entstanden. Das ist der Weltrekord gewesen. Das war die höchste Welle, die jemals geritten worden ist. Ja, das ist also vor Cascais, vor Lissabon in Portugal passiert. Nicht auf Hawaii, sondern wirklich dort war ein Megasturm. Und Menschen, die so durchgeknallt und so verrückt sind, die dieses eben wollen, dieses Burning Desire haben, solche Wellen zu reiten, haben dort eben einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ihr seht oben Menschen auf dem Leuchtturm, ihr seht unten rechts kleine Menschen, die zuschauen. Das ist der springende Punkt. Das Thema es selber tun, das selber zuschauen, ist natürlich auch das, was uns alle immer wieder beschäftigt. Es ist vollkommen logisch und vollkommen klar, dass wir so gestrickt sind in unserer. Das war schon immer so in der Geschichte und natürlich heute noch viel extremer. Die meisten sind Zuschauer, die meisten wollen nur zuschauen und sind damit glücklich. Trotz alledem, dem einen oder anderen vielleicht darüber zu helfen, vielleicht kleine Wellen zu surfen, das ist eben auch Inhalt meiner Workshops, meiner Trainings, wirklich die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ja, kommen wir zum nächsten Bild. Vergleich einfach, womit du willst. Und das ist der springende Punkt. Wenn jemand schon ein paar Jahre im Business auf dem Puckel hat, letztendlich das Thema Passiveinkommen schon mal ein bisschen geküsst hat, und mit der Live-Wave-Chance, mit dem Wave-Bonus, den ich kurz angesprochen habe, durchstoßen wir jetzt 2014 mit den Incentives. Ganz zum Schluss werden wir nochmal kurz auf die Incentives eben mal zurückkommen, stoßen wir ganz neue Türen auf, die dieser ganzen Industrie einfach noch nicht da gewesen sind. Und jetzt kommen wir dazu, ans Eingemachte. Was haben wir eigentlich da in der Hand? Ja, und das ist nicht nur einfach ein Pflaster, das ist eine Revolution. Und die Nobelpreise 2012 und 2013 in Physik, in Chemie und dieses Jahr auch in 2013, wir haben schon 2014, auch in Medizin, sprechen eine eindeutige Sprache. Weltweit werden Millionen, Abermillionen ausgegeben, um jetzt hinter die Geheimnisse zu kommen, die die Chinesen seit 5000 Jahren wissen. Alles, was unsere westliche Welt quasi immer belächelt hat, das wird jetzt ernsthaft erforscht, weil die Zusammenhänge zwischen energetische Zusammenhänge, zwischen Zellkommunikation, Quantenphysik und so weiter jetzt eigentlich wirklich in der Dimension erforscht werden. Und das, was die Nobelpreise 2011, 2013 quasi nachweisen, ja, das kleben wir seit 2005, genauer gesagt. Janni und ich sind seit 2005 dabei. Wir haben 5, 6 Jahre LifeWave die Zeit gegeben, den europäischen Markt wirklich zu eröffnen. Das heißt, dass es Studien gibt. Damals, als wir angefangen haben, gab es keine Studie. Sie waren angekündigt, sie waren in Vorbereitung. Aber es dauert Jahre, es kostet aber Tausende, Hunderttausende von Dollars. Und der Punkt ist ganz einfach, dass jetzt seit 2009 erstens die Pflaster zugelassen sind, zweitens alles in mehreren Sprachen und natürlich auch in Deutsch vorhanden ist, dass wir die Ware aus Irland bekommen, dass es innereuropäischer Verkehr ist und so weiter und so fort. Die Studien sind alle vorhanden. Wir haben Tausende von Testimonials, Sportler, Weltmeister, eine Vision, eine revolutionäre Chance. Wie die im Detail aussieht, ganz einfach. Fangen wir alleine beim Sport an. Das war das Bild, was mich natürlich damals 2005 von den Olympischen Spielen 2004 natürlich auch angezuckert hat als Leistungssportler. Da hat Michael Phelps und seine ganze Mannschaft die ganzen Weltrekorde pulverisiert. Er ist der höchst dekorierte Goldmedaillengewinner und überhaupt Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele überhaupt. Ja? Thema Sport. Das Thema Tiere war damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Jetzt unsere Facebook-Gruppe, unsere Tiere-Gruppe
explodiert. Da ist die meiste Bewegung, was die Menschen Erfahrungen sammeln mit Tieren, mit Hunde, Katzen, Pferde, Hühner und so weiter, die plötzlich Eier legen und so weiter. All das kann jeder authentisch sich das Selbstbewusstsein, das Vertrauen holen, indem er ganz einfach mit seinen Upliners spricht, in die Facebook-Gruppen hereinkommt, um eben mit allen ganz einfach alle Zweifel, alle Ängste quasi diesbezüglich auszuräumen. Das nächste Thema, was auch immer und immer mehr aktuell wird, ist das Thema auch Esoterik. Ja? Das heißt, selbst Esoteriker fühlen sich völlig wohl mit unseren Pflastern. Warum? Weil eben genau das letztendlich das auch sichtbar macht und sichtbar machen kann, was man mit diesen Pflastern alles auch eben innen, außen, innen, nach außen eben machen kann. Ja, und jetzt die gute Nachricht. Was muss man sich wissen? Wir haben, genauer gesagt, gibt es das in dieser Vertriebsgruppe schon länger, eine sogenannte Bierdeckel-Präsentation, wo auf 5, 6 Bildern die wichtigsten Argumente zusammengefasst sind. Und wer es nicht mehr weiß oder diese Hilfestellung braucht, lässt sie einfach sich ausdrucken, hat sie immer dabei. Wir haben gewollt. Hat jemand von euch ein Produkt an der Hand, was komplett Alleinstellungsmerkmale hat, sofortiges Ergebnis hat, nicht wirklich erklärungsbedürftig ist? Man kann es vorführen, wie Sonja und Gerhard sagen, kleben und erleben, komplette Alleinstellungsmerkmale, Alleinstellungsmerkmale und konkurrenzlos. Akupunktur ist die Geschichte dahinter, kennt jeder. Das Besondere, nichts dringt in die Haut ein. Es ist keine Nahrungsergänzung, es sind keine Wundersäfte. Ja? Vergleicht, womit ihr wollt. So, und dann schaut euch den Marketingplan an. Wer ihn noch nicht weiß, ich werde ganz am Ende noch mal kurz drüber huschen. Der ist auch ziemlich konkurrenzlos. Das heißt, um es nur in Zahlen zu erklären, meine erfolgreichsten Partner und auch all jene, die vorsichtig beginnen, haben eine Gemeinsamkeit. Diese, all das, was ich im Network, in der Company XYZ in den letzten 5 Jahren zum Beispiel erreicht habe, habe ich hier in 5 Monaten erreicht. Ja? Und allein das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der springende Punkt, eben diesen Markt wirklich als große Chance zu erkennen. Und auch in der Bierdeckel-Präsentation ist es einfach die 5 Einkommensmöglichkeiten zusammengefasst. Ja, das kann sich jeder abfotografieren, kann jeder seine eigene Bierdeckel machen, kann er auch bestellen, kann auch die PDF haben, kann er sich ausdrucken, kann er damit arbeiten. Wir haben einfach alles zur Verfügung gestellt und das ist eben der große Unterschied zu 2005, dass sich eben die Company so brutal weiterentwickelt hat und die Pflaster sich so durchgesetzt haben, dass wir jetzt ganz einfach ja, einfach unglaublich goldigen Zeiten mit dieser Big Wave entgegengehen. Das Backoffice, all jene, die wissen wollen, wo kann man das alles nachlesen? Ganz einfach, schau einfach in der Backoffice, da steht komplett alles drin. Alles. Von den Produkthintergründen, über die Studien, über die Testimonials, über die Marketing-Einkommensmöglichkeiten, Videos ohne Ende einfach die Nase reinstecken, weil der Unterschied zu Arbeitnehmern ist hier, wir sind Unternehmer und jeder, der hier wirklich erfolgreich ist, der nimmt wirklich sein Glück in die Hand und steckt die Nase selber rein, versucht selber dahin zu hinterzukommen. Wir machen natürlich dann, deswegen machen wir auch eben Kompakttraining, das heißt Basistraining und Startertraining. Vormittags ist es ein Basistraining, wo wir eben halt den Marketingplan und das Backoffice erklären und das werden wir eben halt auch ausführlich machen. Also alle, die Machim jetzt vielleicht dabei sind, da gehen wir dann im Detail durch. Vormittags die Basics, Backoffice, Marketingplan und nachmittags kommt das, was wir jetzt nach dieser nicht notwendigen Pause gleich erledigen. Ach so. Ja, meine Lieblingskurve. Das ist das Thema Kurvendiskussion. Ich werde sie und mache sie in meinen Trainings intensiv. Hüpfe jetzt einfach nur kurz runter. Die habe ich mir selber gemacht, selber entwickelt. Das heißt ganz einfach, es gibt Aktiveinkommen. Jeder von uns, der irgendwann schon mal Geld verdient hat, kennt es. Er geht
geht irgendwo hin und er schreibt einen Mietvertrag sage ich schon, einen Arbeitsvertrag und kriegt dann eine Entlohnung, die stundenmäßig bezahlt wird. Das ist unten die unterste grüne Kurve, ist im Durchschnitt für ganz normale Angestellten zwischen 1200 und 1500 Euro, Österreich, Deutschland. Und wer eben halt aktiv Einkommen Richtung 5, 6, 7, 8.000 Euro verdienen will, der studiert dann noch 10, 12, 13, 14, 15 Jahre, macht noch Praxissemester und so weiter und ist dann zum Beispiel Zahnarzt, das ist einfach nur ein Beispiel, Zahnarzt und kann das dann, bis eben seine Bandscheibe ausfliegt, eben halt auch machen. Und das Negative ist, auch Zahnärzte steigen quasi, starten im Minus. Das zeige ich in der blauen Kurve. Also selbstständige Unternehmer, ich selbst habe es mehrfach gestartet, man beginnt als selbstständiger Unternehmer natürlich mit Investitionen, natürlich mit Minus. Das geht mit einer Pommes-Frites-Bude 20.000, 30.000 Euro los. Aber wer ein Geschäft und eine Boutique quasi eröffnet, kommt kaum noch unter 50 Euro heraus und arbeitet erstmal Jahre, wenn der Standort passt, wenn die Kollektion passt. Ich komme aus der Modebranche, deswegen Kollektion passt. Dann ist er irgendwann im Jahre X, 3, 4, 5, 6, wenn er nicht vorher schon gestorben ist, damit meine ich ganz einfach, die Kreditlinie gekündigt worden ist, weil er sie nicht gescheit zurückzahlen konnte, ist dann irgendwann nach 2, 3, 4, 5 Jahren pari, also in Null. Ja? So, und deswegen unsere Chance hier in dieser Vertriebsform, in dieser Industrie, in dieser Empfehlungsindustrie, heißt ganz einfach, dass wir Passiveinkommen generieren können. Und das ist eben das, was ich damals 2000 bei dieser kleinen Firma das erste Mal begriffen habe. Das ist die rote Kurve. Und seitdem ist mir völlig klar, was ich will. Ja? Keine Angestellten mehr, keine Lagerhaltung mehr, kein Risiko mehr. Ich starte quasi mit Null, starte mit so einem kleinen Starterpaket. Und nichts anderes, was ich mache, ist, ich investiere mich in Menschen. Ich zeige Menschen ganz einfach das Kleben und Erleben. Ja? Und aus diesem Kleben und Erleben macht man dann noch ein drüber reden und dann geht's dahin. War das jetzt zu anstrengend? Nee, das ist das Geheimnis deines Erfolges sozusagen, Kurt, oder? Also ganz kurz und simpel auf den Punkt gebracht. Das ist es eigentlich. Das heißt, was ist das Geheimnis? Dass ich diese Vertriebsform verstanden habe und als sensationelle, einzigartige, revolutionäre Chance erkannt habe. Ja? Und mich dann entschieden habe, es zu tun. Jetzt geht es darum, im Detail, wie macht man es ganz einfach? Ja, also was ist dann endlich, was ist wirklich zu tun? Wie geht es? Und noch ein paar andere kleine Geheimnisse, die ich jetzt ganz geschwind ansprechen werde. Ja? Janni, hast du eine Frage zu dieser Folie? Nee, die ist absolut alles klar. Die Ilona Hagemann fragt, ob die Schulung in Hamburg, die du angesprochen hast, ob die für jeden Live-Wafler offen ist oder ob das nur für dein Team ist. Also grundsätzlich ist es so, dass wir auf Facebook all diese Termine posten und so weiter und so fort. Es ist so, dass ich ganz groß denke. Das heißt, jeder kann in unsere Facebook-Gruppen reinkommen, jeder kann sich auch austauschen, eben halt in unseren Facebook-Gruppen. Es gibt ganz einfach klare Regeln, die da heißen eben, es geht um LifeWave, um nicht um irgendwas anderes, irgendein anderes Pflaster, irgendeinen anderen Saft oder sonst was. Und das ist die einzige wichtige Regel, das heißt, es ist die ganz normale Ethikregel und dann kann jeder in die Facebook-Gruppen reinkommen und kann dann letztendlich auch mitbekommen, wo wir Veranstaltungen machen und dann ist es wie überall im Leben, es ist eine Geschichte, mit wem kann ich, wen rufe ich an, mit wem spreche ich, ja, und dann ist es einfach, es passt, dann kommt man und deswegen auch Hamburg, wenn Ilona aus irgendeinem, an diesem Termin 17, 18 soll mich persönlich kontakten über Facebook oder über E-Mail oder Telefon, sage ich, wann wir in Hamburg sind und dann kann ich sagen, ob und wann letztendlich da wir uns zusammensetzen können vielleicht, ja? Gut, machen wir weiter. Das beginnt beim Starter-Training, das vorher waren die Basics jetzt, also um sie wirklich zu verstehen und wie eben halt 2014, so wie wir 2013 einfach den Hebel umgelegt haben, für jeden, der einfach möchte und will, die Chance 2014 ergreifen möchte. Es ist das 10. Jahr, das 10. Live-Wave-Jahr, deswegen der Höhepunkt ist die Karibik-Kreuzfahrt. Ich kann jedem nur empfehlen, sich den Wave-Bonus genauer anzuschauen und im Wave mitzumischen, groß zu denken und dann ganz einfach, ja, dass wir uns dann in der Karibik auf dem Kreuzfahrtschiff dann eben sehen. So, womit beginnt's? Ganz brutal, bei einem selber.
einem selber und nirgendwo anders. Das heißt, das, was ich weitergebe, und das ist letztendlich auch die ganze Message auch unserer Pflaster, ist ja letztendlich ist Kommunikation. Das ist Zellkommunikation, innen und außen. Das heißt, was ziehe ich an? Und da muss man erstmal kapieren, okay, in Ordnung. Es gibt ganz pragmatische Dinge wie Ist- und Sollzustand. Was habe ich die letzten Jahre gemacht? Wo ist es hingegangen? Und wie hätte ich es eigentlich lieber? Und zum Zweiten einzuerkennen und anzuerkennen, es liegt an niemand anderem als an einem selber, letztendlich für sich selber den Hebel umzulegen. Es ist für all jene, die nie unternehmerisch unterwegs waren, nie ihr Schicksal selber in die Hand genommen haben, natürlich eine brutale Umstellung. Und die Gewohnheiten sind eigentlich das größte Hindernis schlechthin überhaupt, weil wir eben halt in unserem System Richtung Hamster im Rädchen erzogen werden und quasi alle anderen sorgen für mich. Und all das ist das Geheimnis, wo man erstmal dahinter kommen muss. Dass die Menschen das interessiert, sieht man quasi an der Rangliste, die ich oben rechts angegeben habe, diese Bücher. Glück kommt selten allein von Eckhard von Hirschhausen oder dem Philosophen Richard David Brecht. Wer bin ich und wann, ja, wie viele? Und eben, ja, all diese Themen rund um Liebe und Erfolg sind natürlich alles Bestseller. Und da frage ich mich, warum? Wir sind wieder bei dem Thema. Wo will ich hin? Damit beginnt's. Will ich meinen Traumjob finden? Will ich ernsthaft etwas ändern in 2014? Möchte ich Magic Life, möchte ich all das erreichen? Und auch selber, die gute Nachricht ist, habe ich ein Helfersyndrom? Einer meiner Schwächen ist, ich habe eins. Wahrscheinlich hat jeder Mensch an irgendeinem Punkt ein Helfersyndrom. Ich habe ein Helfersyndrom. Man muss lernen, damit umzugehen und das zu kanalisieren. Ja? Helfersyndrom, super. Wir können Nutzen stiften, wir können jedem helfen. Aber wenn man dafür auch belohnt wird, macht es ohne Ende viel Spaß und man kriegt kein Burnout. Ja, die große Herausforderung unserer Zeit ist letztendlich, dass Menschen Jobs machen, die sie nicht wirklich glücklich macht und wo sie ausbrennen. Und das Helfersyndrom, auch gerade in dieser Vertriebsform, ist völlig typisch, dass Menschen eben halt Vorträge machen und so weiter und so fort. Aber vor lauter Helfersyndrom selber am Hungertuch nagen. Wie man da rauskommt? Ich empfehle grundsätzlich erstmal, sich klar zu machen, wo will ich überhaupt hin? Ja? Und wenn man so ein typisches Vision Board, was ich einfach nur aus Google heruntergeladen habe, und da stehen ja die wesentlichen Dinge drin, die so Menschen betreffen, hier in diesem Falle eben ein weibliches Vision Board, vermute ich jedenfalls mal stark, und da geht es wirklich darum, sie wollen Glück, sie wollen Erfolg, es ist ein bisschen Esoterik immer dabei, glücklich sein auf jeden Fall, sie wollen zum Beispiel nach Paris, sie wollen mehr Energie, sie wollen auch eine blühende Geschäftsidee. Die Menschen sind auf der Suche nach Glück, Liebe, Anerkennung, Lob und natürlich auch Einkommen, um ihre Wünsche wie Paris quasi, nicht nur quasi, zu erfüllen. Mein ganz dringender Tipp ist, dieses Vision Board, ganz, ganz heißer Tipp, wer also daran denkt, ein Team zu bilden und schon ein kleines Team hat, macht das Vision Board nicht alleine im stillen Kämmerlein, auch okay, aber viel mehr Dynamik, viel mehr Austausch und viel mehr passiert, wenn man das in seinem Team macht. Das heißt, gemeinsam ein Vision Board zu erstellen. Die Claudia, die heute Abend noch drin ist, hat das gemacht und hat wirklich zu Weihnachten ihren Vertriebspartnern leere Bilderrahmen geschickt und die werden in diesen Tagen mit ihren Vision Boards gefüllt und dann kann man letztendlich ganz konkret da sich entlang hangeln. Dann geht es einfach nur noch darum, wie sehr brenne ich für das, was ich auf meinem Vision Board entwickelt habe, wie stark ist wirklich mein Burning Desire, mein brennendes Verlangen, dorthin zu kommen. Und dann haben wir wirklich eine gute Nachricht und die heißt ganz einfach, es ist super einfach. Und wenn ich diese ganzen Vorteile jetzt ganz einfach mal überpassieren lasse, kann jeder für sich sagen, okay, das Warum ist mal erledigt. Ja, jetzt geht es nur noch darum, wo fange ich an, was ist tun, wann und wie vielleicht. Einverstanden? Absolut. Danke für die vielen Rückmeldungen. Janni, du bist noch da. Ja, wo fängt man an? 140 und, Leute sind auch noch bei dir. Ja, das ist erstaunlich. Ich habe damit gerechnet, dass 80 rausgehen, wenn es ernst wird. Aber prima. Herzlich willkommen. 2014 scheint für uns alle ein magisches Jahr zu werden. Und es ist eine Riesenchance.
Und womit fängt man an? Wo beginnt es? Ja, zuerst mal wirklich dahinter zu kommen, was diese Company macht, was für Produkte sie hat, die Philosophie und auch das Management, das man in Kopenhagen, in den USA und im April eben halt auch hier in Deutschland anschauen kann und dort ein Vertrauen bekommt. Trust the company. Vertrau einfach, weil all das, was wir erlebt haben, haben wir uns über die Bauch entwickelt. Dieses Vertrauen ist gewachsen und wir können einfach nur jeden einladen, eben halt wirklich die Entscheidung zu treffen und ja, die ganzen Ängste einfach mal beiseite zu lassen. Wie viele Testimonials, wie viele positive Rückmeldungen, wie viele geheilte Tiere, die nicht mehr humpeln und so weiter und so fort, brauchen wir noch? In Facebook kann man das hunderteweise runterladen, hunderte von Leistungssportlern und Testimonials. Wie viel braucht man, um dann zu sagen, okay, in Ordnung, jetzt vertraue ich einfach mal und leg los. Egal, was ich vorher alles schon für Schiffbruch erlitten habe. Ja, hier passieren die Dinge, die ich vorher auch noch nicht erlebt habe. Warum? Weiß ich nicht. Es hängt sicherlich auch mit dem Management, mit David Schmidt, Michael Collins und der ganzen Crew zusammen und auch das, was wir draus machen und diesen verrückten Pflastern. Ja, und deswegen seid einfach verrückt, so verrückt, einfach eine Geschichte mal zu vertrauen, einfach mal den Hebel umzulegen, Nase ins Backoffice, Tools raus und sich coachen lassen. Coachen lassen von denjenigen, die erfolgreich sind. Fragt euch nach oben an eure Upline. Kommunikation ist alles und damit beginnt's. Also, erste Regel: Use the product. Use the product. Das heißt, kleben und erleben auf Deutsch. Ja, wer nicht klebt, der nicht erlebt. Das ist der springende Punkt. Wer das Produkt nicht wirklich erlebt hat, und ich habe allein gestern wieder mit Partnern gesprochen, die von ihren Erlebnissen gesprochen haben und es selber erlebt haben. Erst dann, wenn der Körper, der komplette Körper eines Pferdes zittert, so wie es mir Burkhard gestern erzählt hat, ja, plötzlich fing das Pferd an zu zittern und ist ganz entspannt letztendlich in die Box gegangen. Ich habe Sonntag das erste Mal mit Karin eben halt live erlebt, wo eben halt bei Pferden überall die Pflaster geklebt werden können. Und was eben halt für Geschichten dort eben passieren. Könnt ihr alles auf YouTube nachlesen. Sie hat es ja auch in Wien präsentiert. Und dann die Pflaster ganz einfach tragen und benutzen. Ständig, öffentlich und bei jeder Gelegenheit. Bei jeder. Wenn ihr verrückt genug seid, macht ihr es bei jeder. Weil wenn ihr verrückt genug seid, werdet ihr verrückte Partner finden, wie ich sie gefunden habe, mit denen ich um die halbe Welt jetzt fliege. Ganz einfach, weil es mir einfach taugt. Es macht, die verrückten Dinge machen Spaß. 2014 ist unser Core-Produkt welches? Zum einen unser Tetra One, was wir jetzt präsentiert bekommen auf den Veranstaltungen, die Jan angekündigt hat. Und in Kombination das YH Aeon. Das ist unser Core-Produkt, das ist das Produkt, mit begonnen wird. Klebt ihr das YHO, das ist das blaue Pflaster, oben auf C7, auf den obersten Halswirbel und dann beginnt Zellstressreduzierung. Ja? So einfach beginnt's. YH1 und in Österreich heißt das Bickerl bicken. Ja, Bickerl bicken und deswegen habe ich da unten, ich habe einen kleinen Kalender von Papa, das ist ein kleiner Teddybär und der ist vollgebickt mit YH1. Gleichzeitig habe ich dieses Pflaster auch gedruckt, dass wir es selber auch besser zeigen und vorführen können. Ihr seht es unten dort auf der Hand und dann passiert was? Man klebt und erlebt Hunde, Katze, Pferde, völlig egal. Und natürlich auch selber kleben auf zum Beispiel diesen Armpunkt. Und dann passiert was? Man wird angesprochen. So, und was macht man dann, wenn man angesprochen wird? Ja, das unten rechts ist der Gerhard. Auf einer lustigen Weihnachtsfeier hat er eben sich das genau oben auf die Stirn geklebt. Letztendlich nichts anderes ist zu tun, als das ist das Thema Marketing. Ich habe viele Jahre im Marketing verbracht. Wir alle sind jeden Tag im Marketing in Berührung. Was passiert? Interesse wecken. Interesse wecken kann man mit Dingen, die ungewöhnlich sind. Das heißt, auf dem schwarzen Hund ein weißes Bickel, der Hund, man geht mit dem Hund draußen spazieren, man wird angesprochen. Das ist das Erfolgsgeheimnis von Hundebesitzern zum Beispiel. Ja? Dann der springende Punkt: Was ist der Satz, wenn du gefragt wirst? Was hast denn du da? Ja, und dann machen wir Trainings und Fragen in den Trainings jeden Einzelnen, was wäre zum Beispiel dein Satz? Und deswegen mein Tipp, spätestens jetzt den Zettel raus, den Kugelschreiber und aufzuschreiben, was ist mein erster Satz, wenn ich angesprochen werde auf ein Pflaster, das ich oder mein Hund oder mein Pferd trägt? Und dann?
Der zweite Satz. Ja, Beispiele, was hast denn du da? Erster Satz, je nachdem, wie man eben drauf ist, haben wir ohne Ende viele Vorschläge auf der Facebook-Gruppe. Das ist meine Visitenkarte. Das ist meine persönliche Stressreduzierung. Das ist mein Traumjob, meine zukünftige Selbstständigkeit. Eine völlig verrückte Technologie. Und dann unterhalten, warten und fragen, was er dann fragt. Da muss ein zweiter Satz kommen. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, Kontaktdaten auszutauschen. Das ist Marketing. Einfacher geht's nicht. Es kostet so gut wie gar nichts. Gegen null. Frage in die Runde. Ist das schwer? Ist das gefährlich? Wenn ich das mit dem vergleiche, was ich unten rechts gemacht habe, ja, ist das nicht wirklich schwer und auch nicht wirklich gefährlich und auch nicht das, was Leistungssportler alles machen müssen, um in irgendeiner Art und Weise erfolgreich zu werden. Ja? Einfach kleben und erleben und dann drüber reden. Das kann wirklich jeder. Und das Geheimnis der Duplikation, das Geheimnis des Passiveinkommens ist Duplikation und ist, dass es einfach ist. Einfach, einfach, einfach. Und was muss man tun? Nichts anderes als das, was man eh jeden Tag tut. Chatten, surfen, telefonieren, Kaffeeklatsch, tratschen und so weiter. Ja? Der Unterschied 2014, mein Vorschlag ist, das Ganze jetzt mal lösungs- und zielorientiert anzugehen. Einen neuen Weg einzuschlagen, der jetzt nie eingeschlagen ist oder nicht konsequent genug eingeschlagen ist, mit dem Ziel ganz einfach, über das Kleben und Erleben, über das Tratschen, über das Telefonieren, irgendwann die Informationen zu verschicken, erster Satz, zweiter Satz, und dort ganz einfach den Sack zuzumachen und unten in deine Pyramide einen Partner einschreiben. So einfach ist es. Oder einen Kunden gewinnen. Ja? Empfehlungsmarketing, die cleverste, sympathischste, ehrlichste und lukrativste Geschäftsmöglichkeit dieser und der nächsten Jahre. Und je mehr man das macht, super einfach, mal Quote heißt Anzahl der Kontakte entwickelt, ergibt sich ein Erfolg. Wenn du einen im Monat ansprichst, wird die Wahrscheinlichkeit am 31.12.2014 nicht besonders groß sein, dass du ein Riesenteam hast. Kann aber passieren. Ja, aber du steigerst deine Chance dramatisch, wenn du es jeden Tag machst. Jeden Tag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch mehr Leute ganz einfach, wie auch immer, ansprechen oder sich ansprechen lassen, um letztendlich das Kunden und Partner zu kreieren. Und gibt es einen Grund, diese Pflaster nicht weiter zu empfehlen? Ist es nicht fast unterlassene Hilfeleistung, Pflaster, diese revolutionären non-transzendentalen Pflaster, nicht weiterzugeben, dass sie die ganze Welt erobert, um eben diesen Nutzen zu stiften? Muss jeder für sich selber beantworten. Und ich kenne nichts Vergleichbares. Und das sage ich auch so. Es gibt nur zwei Hindernisse für jeden Einzelnen. Entweder er sagt, ich kann das nicht. Welche Lösung gibt es da? Man kann alles lernen. Und so einfach wie ein Pflaster sich hinzukleben, kleben, ist nichts Wahres. Die zweite Geschichte ist, das zweite Hindernis wäre, er will nicht. Dann auch in Ordnung, weil ich kann nicht, kann man helfen, weil ich will nicht, nicht wirklich. Wer die Argumente quasi nicht versteht und für sich selbst nicht ein Burning Desire entwickelt, ja, dem ist nicht wirklich zu helfen. Und da weiß ich nicht, warum er überhaupt auf der Suche ist und bei LifeWave eingestiegen ist. Ich sage das so knochentrocken, bin halt so. Vielleicht nicht so charmant, aber wie groß ist dein persönliches Desire, dein Verlangen? Es kann völlig klein sein. Es kann sein, ich will 100 Euro in der Woche verdienen. Es kann sein, ich möchte 100 Partner bis Ende des Jahres. Es kann auch sein, ich möchte 500 Partner Ende des Jahres. Oder ich möchte 1.000 Euro oder 1.000 Dollar in der Woche verdienen. Jeder soll sich sein Ziel selber stellen. Es ist völlig egal. Ich kann nur jedem empfehlen, sich der Chance auf jeden Fall anzunähern, wenn er sie bis jetzt noch nicht wirklich und die Entscheidung im Prinzip noch so ein Wickelwackel ohne brennendes Verlangen ist. Und dann geht es darum, ein Ziel sich zu stecken, zum Beispiel 100, 500.000 oder 5.000 Euro, Dollar, Partner im Team, völlig egal. Ich habe mir meine gesteckt und mehr als übertroffen
weil ich ganz einfach den Hebel umgelegt habe und die richtigen Partner angezogen habe. Aber dazu kommen wir gleich noch. Mein Tipp nochmal, gemeinsam mit deinem Sponsor, mit deinem Förderer, vielleicht hast du einen Mentor, es muss nicht unbedingt immer der Sponsor sein, suche dir ganz einfach in der Upline, in der Crossline irgendwo einen Mentor, mit dem du einfach gut kannst, aus welchen Gründen auch immer, weil ihr irgendeine Gemeinsamkeit habt, weil ihr beide Tauben züchtet oder, völlig egal, such dir einfach einen, mit dem du zusammenarbeiten kannst, weil eins meiner Geheimnisse heißt einfach Teamwork. So, wenn du jetzt deine Ziele steckst, ganz uralte Regel heißt, sie muss klar sein, sie muss messbar sein, sie muss aktiv beeinflussbar sein, dann muss realistisch sein und das Allerwichtigste, ein Termin. Nicht dieses, ja, ich möchte 2014 meine Grenzen sprengen. Ja, ist okay. Konkret in Partnern, in Dollar, weil letztendlich daran, das ist einfach nur, das ist wirklich die Messlatte, die auch nachprüfbar ist. Das Hindernis gibt es auch noch, keine Zeit. Ein großes Problem in unserer Zeit. Ja? Ja, meine Antwort ist Not-to-Do-Liste. Statistisch verbringen deutsche Österreicher vor dem Fernseher beziehungsweise vor irgendwelchen lustigen Internetspielchen, die überhaupt nicht fokussiert und zielorientiert und nie ein Passiveinkommen generieren. Ja, deswegen mein Tipp, die 48 Stunden sich mal anzuschauen und zu sagen, okay, davon nehme ich jetzt einfach mal nur die Hälfte, 24 Stunden, und teile die auch noch durch zwei. Das heißt, 12 Stunden investiere ich in mich, um mein Burning Desire zu entwickeln, meinen Plan zu machen, mein Vision Board zu machen, was ich 2014 erreichen möchte. Und 12 Stunden von den 24, die ich eingespart habe, in andere Menschen. Kontakte. Ja, Kontakte machen. Wie geht das? Erstmal muss ich das Management verstehen. Dazu empfehle ich ganz einfach den Zeitmanagement-Papst, den es in Deutschland gibt. Das ist der Sievert. Dieses Buch empfehle ich, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann sich das zu Herzen nehmen. Es ist nicht nur eben sich ein Ziel zu setzen, sondern man muss natürlich auch sein Geschäft anpacken, ja? Effizient aufbauen. Da gibt es auch perfekte Tools und sich dann, um sich dann auf die Aktivitäten und den wirklichen Erfolg zu konzentrieren, um den es ja letztendlich geht. Und das ist dieses berühmte KISS, was ich auch ein bisschen abgewandelt habe. All das könnt ihr alles noch im Nachhinein nachschauen. Es geht einfach nur oben um Kontakte machen, immer diesen Erfolgskreislauf zu gehen. Kontakt, Information, der Partner startet, ich schule ihn und bringe ihn in die Duplikation. Das ist in der Landwirtschaft säen, gießen, düngen, zum Blühen bringen, nichts anderes tun. Das ist das Erfolgsrad dieser Vertriebsform. So geht's, nicht anders. All das kontrolliert man sich selber, ja, täglich, im Idealfall zu schauen, also wenn man es ernst meint, und macht nichts anderes als das, was in dieser Liste steht. Alles andere bringt nichts. Also ganz klare Vorgaben, ganz klare Unterlagen sind alle vorhanden. Und das, was Jan auch sagt, du musst natürlich Raum und Zeit für deinen Traum und auch für dein Geschäft, das, was du hin willst, schaffen. Das heißt, räum deinen Arbeitsplatz wirklich mal auf, schmeiß alles runter, was da drauf liegt, was dir nicht weiterhilft, sondern wirklich Zeit und Raum. 24 Stunden die Woche kann jeder abknapsen, 12 plus 12 im Normalfall. Wenn nicht, ist er ein armer Tropf und dann muss er halt mit weniger Zeit starten. Mit der genügenden Begeisterung geht es natürlich auch dort. Ja, all das gibt es ganz genaue Anleitungen. Mach dir einen Plan, auch einen Wochenplan. Plane mit deinen Führungskräften, mit deinen Schlüsselpersonen, die dir wichtig sind, wo du das Gefühl hast, die können es dir wirklich sagen und zeigen und vormachen. Plane mit ihnen gemeinsam, bespreche die Termine und promote die Veranstaltung, bringe Gäste und nichts anderes ist zu tun. Die Aktivität im Empfehlungsmarketing heißt natürlich empfehlen. Wem empfiehlt man? Den Kontakten. Ja? Nichts anderes ist zu tun. Kontakte, Kontakte und alles andere bringt nicht. Selbstkontrolle, gemeinsam, deswegen mach es gemeinsam mit deinem Sponsor. Und der Goldschatz eines Networkers ist nicht der Goldhamster oder vielleicht ein anderes Tierchen,
Meerschweinchen, sondern ist, er ahnt es schon, ist ganz einfach die Liste. Die ununterbrochen pflegen, erweitern und dranbleiben, immer wieder durchtelefonieren und erweitern. Jeden Tag werdet ihr angesprochen, wenn ihr diese Pflaster zeigt. Es ist, jeder Landwirt weiß, wie es funktioniert. Den Pflaster zeigen, Kunden finden, Partner einschreiben, die fördern, motivieren, sie zum Blühen bringen, dass sie selber Früchte in Klammern neue Kunden, neue Partner hervorbringen, die dann auch wieder sehen, die dann auch das Gießen lernen, das Düngen, das zum Blühen bringen, Früchte hervorbringen, neue Partner und dann wieder sehen. Das ist das Geheimnis, was jeder Landwirt weiß. Jeder. Und allein diese Folie sich ausdrucken und egal wo, am Kühlschrank oder im Schlafzimmer oder am Spiegelschrank hängen, allein diese Folie hat mich so inspiriert, dass ich ganz einfach gesagt habe, ich will nichts anderes als das. Dann kommen natürlich, wenn man sich entschieden hat, kommen ganz verrückte Geschichten dazu. Man lernt Trainer kennen, Mentaltrainer, Erfolgstrainer und so weiter und so fort. Und die sagen dir eben halt auch komplett aus ihrer Sicht genauso. Und lustigerweise könnte man die alle und kann man sie auch alle als Partner einschreiben, weil sie sagen das Allergleiche. Deine Gedanken, deine Gefühle sind der Magnet, was das, was du anziehst. Das heißt, wenn du Zweifel, Ängste hast, wirst du genau das anziehen. Wenn du selbstbewusst mit Begeisterung dran gehst, wirst du begeisterte Menschen Selbstbewusstsein anziehen. Das sind einfach die Dinge, die heutzutage weltweit erforscht werden. Es ist die Hirnforschung, die letztendlich das ununterbrochen nachweist. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich mit seinem eigenen Hirn zwischen dem linken und rechten Ohr mal zu beschäftigen. Mit was für Gewohnheiten wir uns beschäftigen und dass dieser Erfolgskreislauf von niemand anderem als von uns selbst umprogrammiert werden kann. Umprogrammiert werden kann. Das Erfolgsrad, wie dreht sich das? Deine Ideen, deine Überzeugungen, deine Gedanken kreieren deine Gefühle. Aus deinen Gefühlen kommen die Handlungen, dein Verhalten, dein Wie, positiv, negativ, ängstlich, mutig, verrückt oder sonst wie. Und das wird halt dann auch logischerweise diese Ergebnisse, diese Ziele und Wünsche erfüllen. Beste Beispiele sind meine erfolgreichsten Partner in meinem Team. Hermine Obermann kennt ihr alle. Hermine, das ist letztendlich zum Thema Team. Aus dem Grunde die blaue Farbe. Ist ein blauer Typ, sehr analytisch. Ja, das heißt, sehr analytisch geht sie dran. Und sie ist jetzt in Europa die erfolgreichste Partnerin, Presidential Director. Und ja, freut euch, wenn sie in USA, alle die hinfliegen, in Kopenhagen, am Mondsee eben halt uns und euch mitgebracht. Sie hat auf ihre Art und Weise, auf ihre blaue Weise sensationelle Erfolge kreiert. Sie ist eine Schlüsselposition, sie ist eine Schlüsselperson in meinem Team. Wie gesagt, Teamwork ist das, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und alle jene wissen, was das wirkliche Geheimnis unseres FC Bayern München ist. Ist ganz einfach, dass Jupp Heynckes und auch jetzt Guardiola es geschafft haben, aus diesen ganzen Individualisten, aus diesen verrückten roten, grünen, gelben, blauen Typen, aus diesen Machern, Alpha-Tierchen, letztendlich ein Team zu schmieden, wo jeder seine Ansprechperson findet. Und das ist wirklich eines meiner Hauptgeheimnisse, meines Erfolges. Ich helfe Teams bilden, bringe ihnen die Duplikation bei. Wolfgang, Heilmasseur und wie nennt sich das? Fällt der Name nicht ein. Hypnotiseur. Ja? Das heißt, das ganze Thema, ich habe ihn in Gelb eingestuft, hat 6 Monate zugeschaut und uns beobachtet, wie wir in seinem Manhattan Fitnessstudio, Fitness-Tempel Manhattan losgelegt haben. 6 Monate zugeschaut, bis er irgendwann gesagt hat, mein Gott, warum bin ich eigentlich dabei? Da rennt ein Zug und ich sitze nicht drin. Er hat dann nach 6 Monaten Beobachten, von ungefähr 9 Monaten, glaube ich, war es, die Entscheidung fällt, seine persönliche Entscheidung, und hat auch jetzt 1.000 Partner. Muss ich sich vorstellen. 1.000 Partner selber aufgebaut. Ohne Spillover, ohne irgendwas. Ja, das ist Wolfgang. Dann haben wir auch einen Grünen im Team, der völlig anders tickt als alle anderen, ja, der völlig eigene Wege geht, aber auch
super erfolgreich ist, herumfährt und deine Teams an Standorten zum Explodieren bringt. Und einer seiner Sprüche, die er auch letztendlich und wir alle vom Jan übernommen haben, ist einfach dieser berühmte Satz, den ich auch jedem empfehle, wirklich in sein Sprachrepertoire, in sein persönliches Wording zu übernehmen, ist ganz einfach, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass du jetzt heute Nacht gut schlafen kannst, wäre das interessant für dich. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, deine Schmerzen wegzukleben, ja, wäre das interessant für dich. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, mehr Zeit zu haben, mehr Lebensfreude, mehr Spaß, wäre das interessant für dich. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, für dich in mein erfolgreiches Team zu integriert zu werden und mit uns mitzumachen, wäre das interessant für dich. Und dann der rote Typ. Ich bin auch ein bisschen rot, wie man wahrscheinlich durchs Mikrofon hört, ist der Gerhard. Und er hat die Bierdeckel-Präsentation perfektioniert. Er kennt sich mit dem Wavebonus in unserem Team am allerbesten aus. Ich glaube, er hat selber jetzt, ich weiß nicht, wie viele Diamanten er selber eingeschrieben hat, aber was noch viel gewaltiger ist, er dupliziert inzwischen Diamanten und Wave-Partner. Das heißt, Menschen, die selber in Wavebonus kommen, das heißt, ich glaube, 10, 12, 15 Partner, Diamantpartner hat er, die selber schon im Wavebonus sind. Das heißt, die haben selber schon 4 Diamanten eingeschrieben, sind also selbst schon Wavebonus berechtigt. Ja? Und was das in Dollar letztendlich dann sich niederschlägt, das glaubt einem keiner. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dem Wave zu beschäftigen. Die Incentives dieses Jahr fördern das ja auch. Und die einfache Antwort von uns beiden ist, just do it. Mach's einfach. Denk nicht lange nach, sondern nimm einfach da die Pflaster in die Hand und die Diamond-Pakete und gib sie weiter, empfehle es einfach weiter. Und genau das ist unser Thema. Wir beide geben Vollgas. Wir fahren an die Standorte, die wirklich den Arm hochreißen und sagen, ja, okay, wir wollen dabei sein, wir wollen auch. Und dann fahren wir dahin und machen Trainings, Startups, zeigen, wie es geht, zeigen die Bierdeckel-Präsentation und das Kleben und Erleben und wie man mit den Pflastern arbeitet. Und natürlich ist es eine Frage der großen Zahl. Ob du 10, 100 oder 1000 ansprichst im Jahr, in der Woche, im Monat. Und der springende Punkt ist ganz einfach, wenn du das alles erleben willst und diesen Erfolgskreislauf hineinkommen willst, musst du dich selbst einfach als Profi, als Unternehmer erkennen, ist mein Tipp. Teamorientiert denken ist mein ganz persönlicher Tipp. Die Pflaster kleben und erleben als allererstes mal erstmal in die Hand nehmen. Wer nicht klebt, der auch nicht erlebt, der kann natürlich auch die Begeisterung und die Erfahrung nicht weitergeben. Und dann ist man im Nullkomma nix aus der Komfortzone, aus dem Sofa, aus der Angst, aus dem, ach, ich weiß nicht, in dem Where the Mad Happens, also dort, wo es wirklich das Leben sich abspielt, wo die ganz einfach dann ansteckend ist und dann kommt eins zum anderen. Zwei links, zwei rechts und du bist Manager und dann versuchst du ganz einfach, du versuchst aus deinen Partnern links und rechts Silber auch Manager zu machen und dann ein links und ein Manager rechts und schreibst noch weiter, ein links, ein rechts, ein bist du schon Direktor. Das ist schon die Schlüsselposition, wo du dann auch in den Matching-Bonus kommst. Das Ganze ist natürlich im Binärplan. Hier mein Tipp, immer außen. Ja, heißt, wenn ihr zwei Beine habt, sponsert immer außen. Auch wenn ihr fragt wird, warum kannst du nicht in mein Innenbein sponsern? Nein, ein Bein muss man selber aufbauen. Und deswegen arbeitet nur in euren Außenbeinen. Ist meine Empfehlung und helfe. Ja, aber nur denen, die wirklich geholfen werden wollen. Und dann kommt Freude und nicht nur Freude, sondern dann entstehen Freunde. Und was ich für Freunde gefunden habe, hier bei LifeWave und mit denen Spaß habe. Wir fahren gemeinsam Ski, Snowboard und haben ohne Ende Spaß auf Veranstaltungen, auf Meetings. Ja, wir können es selber kaum fassen. Uns muss man quasi das Lächeln aus dem Gesicht heraus operieren. Und wenn man sich den Marketingplan anschaut, vergleiche, womit du willst. Du kannst sofort ins Geld verdienen kommen. Das ist eine offizielle Folie von LifeWave. Die Handelsspanne außen vor in Klammern. Du kannst mit Fast-Start-Bonus und dem Wave-Bonus, das sind die hellgrüne und die dunkelblaue, sofort ins Geld verdienen kommen. Ja, mit den Incentives natürlich jetzt noch schneller. Und aus dieser Aktivität, dem Aktiveinkommen,
entwickelt sich dann die rote Kurve und die dunkelblaue Kurve, nämlich das Passiveinkommen. Das ist der Grund, warum ich nie wieder irgendetwas anderes machen möchte. Und eine Erkenntnis ist auch, ich war viele, viele Jahre Unternehmer, ich habe BWL studiert, ich habe Physik studiert, Kommunikationstechnik, ich habe mehrere Unternehmen gegründet und bin auch mit denen auch super erfolgreich gewesen. Nie wieder würde ich in der traditionellen Industrie irgendein Unternehmen gründen. Warum? Viel zu schwierig, viel zu kompliziert, viel zu nervenaufreibend, viel zu riskant. Ja, dieser Industrie ist für mich die Zukunft, liegt die Zukunft. Man kann und jeder kann, es geht nichts anderes als jeder kann den Beruf lernen und man investiert nicht in Aktien, in Mietshäuser und in Immobilien und irgendwas, sondern einfach in Menschen. Das ist das Geheimnis und das macht Spaß. Und dieses entwickelt dann eben Matching-Bonus und ist für mich mein Lieblingsbonus. Das heißt, alle meine Partner, ich habe wirklich Grund, ihnen Wahrheit zu sagen, ihnen weiterzuhelfen. Und ich werde fürstlich damit belohnt. Erste Generation 25%, zweite und dritte Generation nochmal 20%. Zeigt mir irgendetwas. Also woraus? Ist die Frage, 25% aus den Cycle-Bonis. Ja, 20% aus dem Cycle-Bonus vom Check. Und Ist das ist auch das, mein wo Jan eben. Lieblingsbonus, lieber Kurt. Genau, das hast du ja ganz am Anfang, hast du das ja erwähnt. Und da freue ich mich auch drüber, dass das einfach uns alle so gegenseitig zusammenschweißt. Wir arbeiten im Team zusammen und das ist das Geheimnis des Erfolges für mich, Teamwork. Und dann entstehen diese Boonies, dass man sich überhaupt gar nicht mehr retten kann, gar nicht weiß, wo man damit hin soll. Dann diese lustigen Geschichten ist dann, ach, jetzt muss ich schon wieder Bankomat gehen und Geld abheben. Dann sagt zum Beispiel ein Wolfgang, ach, deine Sorgen hätte ich gern. Ich weiß ganz genau, es dauert nicht lange, bis er sagt, ich habe jetzt diese Sorge auch. Ja, das habe ich schon erwähnt. Vergleicht, womit ihr wollt. Und es geht einfach nur, indem man einfach klebt und erlebt. Nur dieses Pflaster beim Kleben sich ansprechen lassen und man muss drei Sätze wissen. Die erste Antwort, wenn er dich fragt, die zweite, wenn er dich fragt und dann noch, wenn es eine Möglichkeit gäbe und dann werden die Daten ausgetauscht und dann werden die Informationen verschickt. Fragt euren Sponsor. Beim Jan auf seiner Vertriebsförderungsinfoseite ist ja alles drauf. Man kann alles herunterladen. Es geht ohne Ende Schulungsvideos. Und dann muss man sich eben nicht wundern, wenn andere fragen, warum bist du eigentlich immer so gut drauf? Und die Frage ist ganz einfach. Früher stand da für mich unten, wer läuft wem hinterher? Aber das ist der springende Punkt. Wer zieht was und wen an? Und wir sind wieder beim Ausgangspunkt. Es beginnt bei dir selber. Und nimm die Herausforderung an. Diese Ente hat es gezeigt, wie es geht. Das kann jeder, Wellen runtersurfen. Und welche Folie kommt da jetzt? Die Frage ist ganz einfach, bist du dabei? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. 2014 bin ich dabei. Hat mir das gefallen, wenn nicht, dieses Video noch drei, vier, fünf Mal inhalieren, wenn es denn halt funktioniert. Muss mal schauen. Aber ihr habt alle sicherlich brav mitgeschrieben und euch notiert und wisst ganz einfach, wen ihr ansprechen könnt, dass ihr letztendlich die eine oder andere Frage beantwortet bekommt. Es warten die Incentives 2014, die Karibik-Kreuzfahrt 10 Jahre LifeWave. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist, mit dem ich persönlich eben halt auch dann seine Erfolgsstory besprechen kann. Und jetzt auch Sonja und Gerhard, ihr Spruch aus ihrer Präsentation ist genauso das Allergleiche. Letztendlich sagen wir alle das Gleiche, nur mit verschiedenen Worten. Sich täglich Menschen mitzuteilen und daran zu arbeiten, dass sie ebenfalls eine positive Veränderung erreichen, ist das Geheimnis von erfolgreichen Vertriebspartnern. Nichts anderes machen wir. Denke daran, was immer du tust, tu es mit deinem ganzen Herzen. Das ist unser Erfolg. Man spürt unsere Begeisterung, jedem von uns, der erfolgreich ist, weil wir ganz einfach nichts Besseres bis jetzt gefunden haben und meiner Meinung nach auch nicht finden werden. Das ist mein Spruch. Arsch, dann wird 2014 einfach geil. Und die Folie unten rechts ist speziell für Gitti. Wenn du es nicht machst, macht es irgendein anderer. Das ist ihre Lieblingsfolie. Wer möchte nicht in dieser Situation sein, die Kreditkarte deiner Angebeteten jederzeit in die Hand drücken zu können? Wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Heute ist der 14. Januar 2014. Ich bin durch mit meiner Präsentation. Ich hoffe, wow, wie viel da noch drin geblieben sind.
dass der eine oder andere sich heute Nacht eine schlaflose Nacht bereitet oder seine Notizen macht, sein Vision Board, seinen Plan macht, seine Upline anruft, um die Entscheidung zu treffen, weil das Geheimnis, wonach du mich gefragt hast, was ist mein Geheimnis? Mein Geheimnis ist, wie das Geheimnis auch von Wolfgang, von dem habe ich diesen Spruch, ich habe einfach eine Entscheidung getroffen, es zu tun. That's it. Wunderbar, lieber Kurt, das war sensationell. Deshalb sind auch so viele Leute hier in dem Chat und beziehungsweise in dem Webinar geblieben. Allererste Sahne. Die Leute können sich wirklich ein Beispiel an dir nehmen und dich als großes Vorbild hinstellen. Und sie dürfen dich natürlich auch Mondsee persönlich erleben am 23. Februar. Ich hoffe, dass wir dort auch viele Partner treffen werden, genauso wie in Düsseldorf davor. Große Klasse, herzlichen Dank. Kurt, ich freue mich, dass du bei mir im Team bist. Ich freue mich, dass wir uns kennen. Du bist wirklich eine große Bereicherung für LifeWave in Europa. Und ich weiß, wir stehen alle noch ganz am Anfang. Und so wie Kurt eben auch ganz anders ist als ich, nur mal als Beispiel wie viele andere, jeder kann hier auf seine Art und Weise sich verwirklichen und unglaubliche Erfolge erzielen. Und wer das erkannt hat, den kann nichts mehr aufhalten. Nicht mal das, was wir jetzt um 20 Minuten heute Abend überzogen haben. In diesem Sinne nutzen Sie die beiden Boni, die es